Menschen senden Botschaften. Du hast dir da Gedanken zugemacht. Ja. Und hast was Tolles aufgemalt. Ich nicht. Das kommt von einem Herrn Schulz von Thun, ein säkularer Kommunikationswissenschaftler, soweit ich weiß, der hat dieses Bild gemalt. Also das sieht ein bisschen komisch aus. Hier ist jemand, der redet und der hat vier Zungen. Also soll gesagt werden, dass mit jeder Äußerung, die er macht, eigentlich vier verschiedene Botschaften verbunden sind und dass sein Gegenüber am besten auch vier Ohren hat. Klingt jetzt, sieht auch nicht so schön aus, aber ist eigentlich, was er meint, ist, dass jede Botschaft, die ich sage, auch bestimmte Ebenen abdeckt. Mhm. Und zwar, er hat die Sachinhalt, Selbstkundgabe, Beziehungshinweis und Appell genannt. Und das sollte die Person auch hören und überlegen jetzt, worauf will ich eingehen. Also wenn meine Frau sagt, der Wäschekorb ist ziemlich schwer, der da oben steht, könnte ich sagen, Sachinhalt, nicht wahr? Naja, stimmt, hast recht. Richtig, ja, der wird noch schwerer, wenn ich jetzt noch was reintue. Aber es könnte auch eine Selbstkundgabe sein. Es könnte sein, boah, so viel Wäsche, die ich diese Woche zu, ich bin doch ziemlich beschäftigt. Also es könnte ein Appell sein. Könntest du den vielleicht nach unten tragen? Es könnte auch ein Beziehungshinweis sein. Irgendetwas in unserer Beziehung damit ausdrücken. Fällt mir jetzt nichts ein, aber könnte sein. Und ich muss überlegen, dass ich diese Botschaften wahrnehme und überlege, welche ist die wichtige Botschaft. Also, ja, der ist wirklich schwer, ist vermutlich jetzt nicht die vordergründigste Information, sondern vielleicht ist wirklich der Appell in diesem Moment.